Und herzlich willkommen zurück. Ah, ich soll endlich mal schlafen gehen. Wobei, so spät ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich noch, es ist gerade mal 18 Uhr. Da ist ja krass. Ja, 18 Uhr gerade mal. Und ich bin schon so müde, wie weiß der Geier was. Übrigens, ich weiß gar nicht, warte kurz, die Folge kommt am 21. raus. Das heißt, die Folgen gehen bis zum 28. Nächster Monat beginnt. Ah, okay, wahrscheinlich dennoch. Nee, wahrscheinlich noch nicht. Schade. Das heißt, wenn alles so läuft wie geplant, ist denn ab übernächster Woche, also für euch ab. Ne, muss ich überlegen, warte kurz. Für euch kommen die Folgen am 24. bis am 29. Genau, das heißt, die Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, kommt am 29. Das heißt, nächste Woche nicht, sondern für euch die übernächste Woche, also quasi dann ab dem 31. Juli. Juni. Nein, ist ja die Woche hier. Ab dem 7. Juni. By the way, an dem Tag habe ich Geburtstag. Ab 7. Juni kann es durchaus sein, dass ich ein etwas neues Aufnahmesetup habe. Ich habe mir dabei Amazon besser was rausgesucht. Zum Beispiel eine wesentlich bessere Kamera. Also immer noch eine Billigkamera, ja, aber eine, die zumindest ein bisschen hochwertiger ist als die, die ich jetzt habe. Die hat dann schon mindestens so 1080p und kann mindestens 30 Bilder, also 25 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Ist halt einfach eine etwas modernere Kamera. So, mal ein bisschen Bild hier machen. Ne, das Bild hier, weil das ist ja jetzt schon, jetzt bei den Lichtfeldern fängt es schon an zu flackern, also schon, ne, mit den Framerates runterzugehen. Das ist Katastrophe. Ich meine, so geht die relativ gut. Ne? Aber das ist auch quasi schon das Maximale, was die kann. Ja, und deswegen habe ich mir da ein bisschen was Neues rausgesucht. Auch habe ich mir so Kamera-Stativ rausgesucht. Das heißt, ich will ja auch so ein bisschen technischere Videos machen und da wäre es halt schon geil, wenn ich dann hier so meinen Arbeitsplatz so ein bisschen filmen kann. Müssen draußen jetzt leer machen. Ja, und dementsprechend so habe ich mir so ein bisschen Stativ, also alles in allem Pfennigartikel, aber halt besseres Equipment, was ich jetzt schon habe. Vor allem hat denn diese Kamera, die ich mir hole, ist so eine Webcam-Kamera. Hat irgendwie 15 € oder sowas gekostet oder 30 €, keine Ahnung, irgendwie so den Dreh. Die hat dann auch ein eingebautes Mikrofon und dann hoffe ich mal, dass das Mikrofon besser ist als meine jetzige Mikrofonlösung, weil jetzt ist es ja so, dass das Mikrofon. Ja, ich würde es gerne zeigen, aber ich glaube, dafür ist es schon zu dunkel. Das kann die Kamera gar nicht so gut aufzeigen. Ach, egal. Auf jeden Fall ist mein Mikrofon ungefähr so ganz links. Und das Kabel ist halt ein analoges Kabel, was halt analoges Signal überträgt bis zum Rechner. Und dementsprechend ist das gesamte Kabel halt eine Störquelle quasi. Also keine Störquelle, sondern ein großer Bereich, eine Antenne, die Störsignale empfängt. Ja? Und bei dem Webcam, bei der neuen Webcam ist ja das Mikrofon quasi direkt in der Webcam eingebaut und wird direkt dort in USB-Signal umgewandelt. Das heißt, die Übertragung von der Kamera zum Rechner läuft dann komplett digital ab. Das heißt, man hat zwar das Rauschen, was die Kamera als solches aufnimmt, man hat aber über die Kabelstrecke kein Rauschen mehr, also kein 50 Hertz Netzbrummen und dieses ganze Zeug im Feld und ich hoffe auch, die Kamera, das Mikrofon in der Kamera ist von sich aus eine bessere Qualität und ja, überhaupt. So. Aber wie gesagt, das. Kommt dann ab übernächster Woche. Ich weiß auch noch nicht, ob ich nächste Woche überhaupt Folgen aufnehme. Muss ich noch gucken, wie ich Zeit habe. Jetzt gerade habe ich auch eher nur durch glücklichen Zufall Zeit. Weil ich wurde gestern geimpft. Vorgestern geimpft. Und hatte heute früh Fieber. Oh, also ne, aufgrund von Nebenwirkungen bei der Impfung. Fieber.
und wurde dementsprechend von meiner Arbeit nach Hause geschickt, mit der Bitte, mich einfach mal ins Bett zu packen. Ja, also einfach zu Hause zu bleiben, damit es nicht schlimmer wird. So, wir brauchen noch einmal Kohle oder zweimal. Wir haben ein bisschen Cobblestone haben wir ja noch. Wenn ich das hier mit reinschmeiße, dann haben wir 1, 2, 3. So. Nee. Was? So wird ein Schuh draus. Brauche ich noch dreimal. 1, 2, 3. Alter, wir haben schon Level 22, Alter. Wir haben nichts gemacht. Wir haben noch keinen Endboss besiegt. Wir haben noch keine, weiß nicht was. Obwohl, wir haben schon ein paar Dungeon platt gemacht, ne? Wir haben schon so zweimal Dungeon mit Skeletten, ein Dungeon mit Zombies. Also wir haben schon ein bisschen was. Wir haben schon gegen zwei Creeper gekämpft. Wir sind schon so ein bisschen Elite-Stufe, ne? Also ich würde dich jetzt noch nicht mit Kirito vergleichen, aber ich glaube mal, Kirito wird langsam auch neidisch auf uns. Schaut euch gefälligst SAO an. SAO for life. So, da war ganz viele. Ich glaube mal, das ist definitiv zu viele, aber ist mir auch egal. Was? Das war immer noch zu wenig? Holy moly! Das ist ja heftig. Brab. Dankeschön. So, wobei wir brauchen noch mal ein bisschen mehr, weil ich muss auch noch eine Treppe bauen. Die Frage ist doch, wo wir unseren Eingang hin machen. Vielleicht brauche ich doch keine Treppe. Ich glaube, den Eingang baue ich am besten direkt hier hin. Dann passt nämlich von der Höhe her, können wir direkt hier so reingehen. Ne? Weil hier kommt ja noch ein Boden rein. Dann passt das Ganze sogar relativ gut. Ist doch geil. Oder ich mache den Boden auf dem Niveau, wie jetzt das Gras ist. Nee, lass mal nicht machen. Der Boden kommt hier drauf. Brauchen wir also noch ein bisschen Holz. Und zwar brauchen wir haben 6, das sind 7, das sind 7 mal 6, 7, das sind. Hä? Was laber ich? Das sind 13. Und in die Richtung haben wir 13 plus nochmal 7, also gut 20. Also 13 mal 20, 260 mal Holz brauchen wir. Das ist schon. 260 Holz ist nicht gerade wenig. Haben wir so viel zusammen? Nie im Leben. Ah, da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Haben wir richtig gerechnet? Also, ich rechne mal schriftlich. 6 plus 1 plus 6 plus 1 plus 6. Klammer zu. Mal Klammern 6. Plus 1, plus 6. Klammer zu. Was? Bitte plus, nicht 0. Wie kommt der auf 12.000? Ah, okay. Weil gerade waren Fragen, wie kommt der auf 12.000? Ja, ich habe richtig gerechnet. In meine Kopf-Gehirn-Prozesse funktionieren. So, das Ganze, ne, durch 4, weil wir. Was habe ich getan? Ach, Scheiße. 260. Ich meine, kann ich auch vom Kopf rechnen. Sind egal. So. Wir brauchen etwas mehr als ein Stack von Baum. Ja, nicht von Bäumen, sondern von Baum. Das heißt, wir werden hier noch ein paar Bäume abfällen. Dann können wir gleich mal noch ein paar neue Bäume pflanzen, weil wir haben ja hier massig an Seeds. Würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal direkt los. Weil wir brauchen das shitty Holz.
Siehst du, gerade für so eine hohen Bäume, wie der Baum jetzt gerade eben war, ist es wieder praktisch, so eine Woodcutting-Mod zu haben. Ist schon geil. Kann man schon nichts anderes sagen. Need more wood in the hood. Oh, more wood in the hood. We need more wood in the hood. Hood, 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 hood. Das sieht gut aus. Dann pflanze ich mal ein paar neue Bäume hier. Wobei, wir können es hier auch, weil da ist ja Sand, ne? Das heißt, wir können es auch ein bisschen offener lassen. Also nicht so viele Bäume hinklatschen. Ich wollte es mich jetzt quasi einfach direkt wieder komplett hier zu betonieren alles mit Bäumen. Ach komm, mache ich auch. Wir werden noch ein paar Mal Holz brauchen, von daher kann es nicht schaden, hier ein paar mehr Bäume zu haben. Aber wenigstens ist gut viel Holz vor der Hütte. Ist schon mein Holz. Nice. Okay, dann so. Dann das haben wir hier 180, 100, also 100, 192 haben wir jetzt. Wie viel braucht man? 260, ne? 192 haben wir. Brauchen wir also noch ein 460er Stack, da haben wir genau 256. Ah, jeder ITler kennt diese Zahl, ne? 4 mal 64. So, haben wir noch quasi viermal Holz über. Nee, viermal Holz zu wenig haben wir. Also brauchen wir noch viermal Holz. Oh mein Gott. So. Wir brauchen sowieso noch mehr Holz, weil wir brauchen ja hier auch noch für die Elemente den Holz. Aber das ist erstmal egal. Was macht der Hase hier? Nein! Wir werden alle sterben. Tja, die Frage ist, aus welchem Material machen wir denn dann der Rooftop? Sowieso die Frage. Ich meine, den Fußball machen wir jetzt aus Holz. Siehst du, wie würde es eigentlich aussehen, wenn wir die Wände, also die Seitenteile, nicht aus Holz machen, sondern aus Cobblestone. Wäre das geil oder eher schäbig? Weil ich meine, der Boden ist ja schon Holz und ich würde gerne die Decke hier oben auch aus Holz machen. Und dann auch noch die Seitenteile aus Holz, das würde halt scheiße aussehen. Da wäre halt die Frage, welches andere Material nutzen wir für die Seitenteile? Würde da Kobbel? Nee, Kobbelstone würde gar nicht so gut aussehen. Wir können natürlich auch noch gucken, wegen an Holzfarben, dass wir da wesentlich dunkleres Holz benutzen, aber weiß ich auch nicht, ob das so gut ist, von die Optik her.
Ich meine, wir haben ja hier unten diese Stone Bricks. Ich wäre also gar nicht so abgeneigt. Scheiße, wir haben jetzt natürlich das gesamte. Schnauze. Wir haben jetzt keinen Cobblestone mehr. Um das mal zu testen. Ich baue es hier einfach direkt hier mal hier irgendwie so eine kleine Mine. Brauchen wir sowieso früher oder später für Rohstoffe. Die Frage ist, wo packen wir die Mine hin? Ganz ehrlich, ich habe hier. Haben wir keine Schippe dabei? Wird eh gerade dunkel. Achso, haben wir noch dabei. So, Schippe, Schippe, Schippe da. Oh, achso, ja, stimmt, die war ja fast kaputt. Ha. Dann machen wir uns mal eine. So. Geht das auch schon wieder fast fertig hier? Holy shit. Was ich gerne machen würde, da brauche ich aber Sandstein für, ist aber kein Problem. Oh, muss ich mal. Ich würde gerne so einen richtig schönen Eingang hier bauen. Warte mal ganz kurz. So, wenn wir jetzt hier runtergehen. Schade, mir nicht. Ich meine ja klar, viele würden sagen, Rolli, was machst du hier gerade für eine übertriebene Scheiße? Für den Höhleneingang musst du hier nicht rausputzen. Aber lasst mich mal machen. Ich habe da eine designtechnische Vorstellung. So, wenn ich jetzt da und da. Und hier bleibe ich auf der Höhe. Hä, wo ist die Scheiße? Wir hätten doch noch eine Spitzhacke gehabt, oder nicht? Oh, ich bin nur noch am Rumrennen. Was ist denn hier los? Aber erstmal schön den Baum rennen. Boink. Spitzhacke for life, wo bist du denn? Oh, ach so, doch, doch, da oben. Dachte gerade schon, wir haben jetzt doch schon beide Spitzhacken verbaut, aber nein, haben wir nicht. Wäre mir auch sehr seltsam gewesen, wenn wir so schnell beide Spitzhacken verbaut hätten. Also abgebaut hätten, also verbraucht hätten. So.
Und so sieht das hier aus wie so ein richtiger schöner kleiner Eingang. Und hier können wir uns jetzt in aller Ruhe in die Tiefe bauen, ohne dass wir auf die Optik achten müssen. Aber wir haben einen optisch einigermaßen hübschen Eingang hier. Ja. Der nicht zu... Also, es ist jetzt kein Pharaoneingang, ne? Aber es sieht zumindest aus wie ein natürlich... Also ein Eingang, wie er... Ist ja auch egal. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will sterben. So, Fackeln. 4 Stück haben wir. Wow. Das ist ja... Also es ist ja grandios. So, hallo? Danke. Es geht schnell bergab. Schön, können wir sie wieder so weit runter buddeln, bis wir wieder auf Nether-Niveau sind. Auf Bedrock-Niveau sind. Wobei ich hier gerne die von noch eine Treppe reinbauen würde, damit wir mal ein bisschen besser hoch und runter kommen. Ich meine, so geht einigermaßen, aber naja. Mit der richtigen Treppe sieht schon professionell aus. So, haben wir genau im richtigen Moment Kohle gefunden. Denn unsere kleinen 4 Fackeln sind leider schon verbraucht. Ja, tragisch. Alles in Ebene, sehr schön. Sehr gut. Ja, da treffen wir hier gerade nicht auf so ein Minensystem. Ist ja halt geil, ne? Erstens, so ein Minensystem natürlich schön als Verteiler, ne? Dass man sich so ein bisschen in die Breite bauen kann. Und zum anderen gibt es halt immer schön viele Rohstoffe. Aber ich glaube, wir treffen ja einfach nur wieder irgendwann auf Obsidian, Bedrock und Feuer auf gar nichts. Wieder Bedrock. Nein. Ist aber auch schon irgendwie eine, ich sage jetzt mal, Frechheit im. Doch eigentlich schon. Dass wenn man. Dass wenn die Spitzhacke kaputt geht, man das, was man dann abbaut, in dem Moment nicht bekommt. Das ist schon, finde ich schon. Ich meine, finde ich auch sowieso, ne? Auch wenn man Sachen abbaut, die man gar nicht abbauen kann. Ne, dass man zum Beispiel, weiß nicht, wenn man jetzt eine Steinspitzhacke hat oder eine Holzspitzhacke zum Beispiel und man dann damit Eisen abbaut, dass man das Eisen zwar abbaut, es ist dann weg, aber man bekommt es nicht. Ich meine,
Welcher Sinn steckt dahinter? Ich meine, wo ist es denn hin? Hat sich das in Luft aufgelöst oder hat sich das in seine Atome gespalten mit einer Holzaxt? Also, finde ich ein bisschen fragwürdig, aber irgendjemand mag es wohl, Spieler zu ärgern. Vor allem mich zu ärgern. So. Können wir hier wunderschöne Werkbank hinzaubern. So ungefähr. Und könnte ich mal hier eine Spitzhacke machen. So ungefähr. Hören. So, dann hören wir hier mal die ganze Bude komplett aus hier. Ich meine, ich werde jetzt hier auch ein Minenschachtsystem bauen. Also so effiziente Abholzung, aber unser erster Diamant. Kann es natürlich auch sein, dass das bedeutet, dass gerade irgendwo Lava in der Nähe ist. Ich meine, wir sind hier immerhin auf Bedrock-Niveau. Ja, hier kann quasi alles Mögliche passieren. Inklusive Bluescreen. Es gibt nichts Spannenderes, als einfach Cobblestone abzubauen. Wir sind hier gleich ein. Also, lohnt tut sich das Ganze schon ein bisschen. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt mittlerweile ja schon viel Eisen und auch Kohle. Aber ich meine, alleine dieser eine Diamant rechtfertigt das gesamte Vorhaben. Eigentlich nicht wirklich, weil mit einem Diamant kann man nicht allzu viel anfangen. Aber mal gucken, wenn wir denn ein paar Diamanten haben und siehst du, ich könnte auch hier meine guten alten Mietschächte machen. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil hätte ich hier die Reihe lassen müssen. Ah, Kacke. Aber macht ja nichts, kann ich immer noch machen. Weil ich habe immer früher so eine Art Mietschächte ausgehoben, die so ein ganz spezielles Design hatten. Sodass sie quasi so aussahen wie so, naja, wie. Ich zeig's mal. So hier ungefähr. So habe ich mich da quasi in die Tiefe gebaut, so mit dieser Konstruktion. Das sah dann immer ein bisschen geil aus, gerade so bei längeren Bienenschächten sah das immer relativ schnieke aus. So, mittlerweile sollte ich aber auch genug haben. Hey, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Scheiße. Spitzhacke ist weg. Sollte genug Cobblestone sein für die nächsten 3 Jahre.
So, dann können wir jetzt mal gucken, wie das Ganze denn aussieht mit Cobblestone, unsere komische Fassade da. Oder was auch immer das darstellen soll. So, hier was gewachsen. Ah, alles gewachsen. Geil. Schnieke. So ist krass korrekt. So, wir brauchen Cobblestone. Haben wir Holz? Wir haben Holz. So, machen wir hier einfach mal ein so Ding. So. Nee, sieht doch zu schäbig aus. Ich meine von außen. Nee, sieht auch zu schäbig aus. Nee, 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 es geht nicht. Geht nicht. Nee, nee, das sieht zu kacke aus. Scheiße, unsere Spitzhacke ist ja kaputt. Wir brauchen eine neue. Bram. Schade, ich hatte gehofft, dass es einigermaßen gut aussieht, aber leider nicht. Tja, dann müssen wir mal gucken, was wir hier denn für Material verwenden, weil ich würde halt gerne was anderes als Holz nehmen. Ja? So irgendwie sowas richtig steinbasiertes. Wir könnten mal mit Cleanstone probieren. Siehst du, das ist halt das, was ich meine. Ne? Bei meinen Klonen hat zwar, wie gesagt, einen Charme, aber man macht halt relativ begrenzte Möglichkeiten, was so Architektur angeht. Das ist halt natürlich bei dem Kreativserver Let's Play natürlich ganz anders. Da hat man viel mehr Materialien, womit man ein bisschen variieren kann. Hier wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Wir haben noch, genau, da haben wir ein bisschen Cleanstone. Probieren wir mal, wie es hiermit aussieht. Aha, sieht besser aus, sieht aber auch nicht wirklich gut aus. Vor allen Dingen von außen sieht es nicht gut aus. Nee. Hier drinnen mit dem Holz kombiniert, sieht es einigermaßen gut, also naja, besser aus als davor, sagen wir mal so. Aber im Großen und Ganzen, da müssen wir noch mal gucken, wie wir das hier architekturmäßig machen. Vielleicht müssen wir halt doch mit Holz machen und dann halt eine etwas andere Holzfarbe nehmen. Ich meine, so viel verschiedene Holzfarben gibt es ja hier leider auch nicht. So viele Holzbaumarten gibt es ja hier gar nicht. Könnten wir höchstens hier sowas machen. Akazienholz. Müssen wir aber erstmal wieder so auf Baumsuche gehen. Kunstwerke. Ja, wollte Froschemals. Wir bräuchten halt hier so Akazienholz, aber wir haben, also da hinten haben wir halt Buche oder Birke oder wie auch immer man das da nennt. Also das Zeug hier. Aber Akazienholz, keine Ahnung, ob wir überhaupt noch Akazienholz haben. Wir hatten hier noch so eine komische Baumart, so eine Trockenbaumart. Was war denn das für ein Holz? Hatte ich weggeschmissen gehabt, ne? Ah, scheiße. Ja gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal nächste Folge. Also wenn ich dran denke, da sind ja mindestens eine Woche hin. Vielleicht komme ich morgens im Aufnehmen für nächste Woche. Muss ich mal gucken. Ja, wir müssen auf jeden Fall verschiedene Holzbaumarten suchen. Also Baumarten suchen. Holzbäume sind ja eigentlich alle Bäume. Ja, okay. Das soll es ja mit der Folge auch wieder gewesen sein. Und damit auch für diese Woche mit dem Let's Play.
Ja, von daher, man sieht sich dann bis dann und wenn dann nicht, dann nicht und bis dann.